Kurz was zu mir. Mein Name ist Patrick Heinz. Ich arbeite hier bei Messenger People im Sales Team E-Commerce Retail und zeige Ihnen heute die Messenger Communication Plattform, wie Sie grundsätzlich damit arbeiten können. Werde Ihnen Einblick geben in die grundlegenden Funktionen, damit Sie sich einfach ein gutes Bild davon machen können, wie Sie damit arbeiten können. Dafür brauchen wir knapp 30 Minuten. Wie schon eben erwähnt, es gibt eine kurze Einführung meinerseits in das Tool. Und wir werden auch gerne Ihre Fragen beantworten. Während der Demo noch am Ende circa 3 bis 4 Fragen. Erfahrungsgemäß sind es mehr Fragen. Diese werden dann im Nachgang natürlich auch noch beantwortet. Zu uns gibt es auch noch ein bisschen was zu erzählen, zu den Messenger People. Wir sind ein deutsches Startup aus München, sind ein sehr dynamisches Unternehmen, sind innerhalb von 3 Jahren von 2 auf 60 Mitarbeitern gewachsen, Tendenz steigend. Bedienen aktuell 1600 Kunden, circa aus über 60 Ländern, sind auf dem Gebiet der Messenger-Kommunikation absoluter Marktführer in Europa. Wir haben aktuell über 700 aktive Chatbots, die eben die Kundenkommunikation erleichtern, gehören zu den Top 10 der wachstumsstärksten Technologieunternehmen 2019, wofür wir auch ausgezeichnet wurden. Das ist einfach eine kurze Randinfo über uns. Was gehört zu unserem Messenger-Portfolio? Diese Messenger, die Sie hier sehen, also das wäre dann zum einen natürlich WhatsApp Business, unser eigener Messenger, Notify, sind wir auch sehr stolz drauf. Zum anderen noch Apple Business Chat, das ist kein separater Messenger, das ist die reguläre iMessages-App, also die Nachrichten-App, die auf jedem iPhone installiert ist. Und das heißt, Nachrichten via iMessage laufen dann auch als Ticket entsprechend im Ticketsystem ein und können bearbeitet werden. Das gleiche gilt für den Facebook Messenger, für Telegram als auch für Viber. Ja, hier im nächsten Slide einfach mal eine Übersicht unserer Kunden, um einfach mal einen guten Überblick zu bekommen, dass wirklich branchenübergreifend, unabhängig von der Unternehmensgröße, Messenger bereits erfolgreich zum Einsatz kommen. Und da ein sehr relevanter Kanal eben sind und vielleicht in Zukunft auch bei Ihnen. Wechseln wir am besten direkt zum spannenden Teil und schauen uns zusammen die Plattform an, damit Sie sehen letzten Endes, wie Sie dann auch damit arbeiten können. Haben wir hier gleich als nächstes unseren Startbildschirm oder unsere Startseite. Die Login-Seite können Sie hier oben über den entsprechenden Link aufrufen, über app.messengerpeople.com/login und sich dann mit Ihren entsprechenden Credentials einloggen. Was wir anbieten, ist eine Software-as-a-Service-Lösung. Das heißt, wir bieten die gesamte IT-Infrastruktur. Beim Livegang bedeutet das für Sie keine großen IT-Ressourcen, die dafür letzten Endes aufgebracht werden müssen. Alles, was Sie brauchen, ist ein funktionierender Computer nach Möglichkeit mit einer Internetverbindung und dann kann es auch schon direkt losgehen. Was wir jetzt auch mal gleich machen, loggen uns ein hier über die Schaltfläche und sind dann als erstes zunächst am sogenannten Dashboard, sprich die Startseite mit einfach einer kleinen Übersicht über die Anzahl der Tickets, die es gilt zu bearbeiten. Einfach eine Quick Overview, was gibt es zu erledigen. Und ich kann hier im linken Bereich meinen Status einstellen als Agenten. Das heißt, alle Bearbeiter, die mit dem Ticketsystem arbeiten, da reden wir von Agenten. Das ist da das Wording. Und diese Agenten lassen sich auch noch in verschiedene Rollen einteilen mit dem jeweiligen Rechtemanagement. Kommen wir auch noch im weiteren Verlauf der Demo drauf zu sprechen. Gehen wir zunächst mal hier in den Bereich der Zuweisung, links ein Overview, dann öffnet sich das Menüband und dann sehen wir hier den Bereich der Zuweisung, quasi das Ticketpool, wo ich eine Übersicht habe über alle eingelaufenen Tickets, die es gilt zu bearbeiten. Hier habe ich links die Übersicht der Agenten, die eben aktuell im Ticketsystem ja, aktiv sind. In dem Fall sehen wir jetzt hier mich als Agenten, grün steht für online und diese Tickets hier können wir entweder automatisiert oder auch manuell zuweisen. Letzteres machen wir jetzt einfach mal an der Stelle. Das Ganze geht bequem per Drag and Drop. Das mache ich mal mit diesen beiden Tickets. Und diese sieht man dann hier oben schon entsprechend in der sogenannten Facts Bar auftauchen, wo ich sie mir aufrufen kann. Sehen wir hier jetzt unser Nachrichtenfenster. Das ist eine Nachricht, die ich von meinem Smartphone abgeschickt habe. Und hier unten habe ich mein Nachrichtenfenster, wo ich sämtliche Nachrichten, alles Mögliche eingeben kann, was ich denn möchte und meine Anfragen bearbeiten kann. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mit einer ganzen Menge von Emojis zu bearbeiten. Ist sehr beliebt, macht das Ganze nochmal persönlicher. Und ich kann entweder per Drag and Drop oder hier über die Schaltfläche Plus
sämtliche Dateien, also auch Multimedia-Dateien der Nachricht anfügen und diese kommen dann entsprechend beim Nutzer an. Das Gleiche gilt natürlich für Nachrichten vom Nutzer, was ich hier jetzt einfach mal gemacht habe, auch an der Stelle. Das heißt, wenn Sie Multimedia-Dateien empfangen wollen, ist das kein Problem. Das ist ein schönes Bild aus unserem Büro hier in München. Aktuell haben wir 4 Grad und es regnet, könnte schöner sein. Aber einfach mal die Übersicht für Sie. So sieht das Ganze dann aus. Hier rechts über dem Pfeil haben wir entsprechend ein Menüband, was wir hier mal ausklappen. Und dann gibt es natürlich noch weitere Menüelemente, die Sie ein- und ausblenden können. Die da wären zum einen die Nutzermerkmale, Notizen, Chatbausteine, also als einfachste Form der Automation hinsichtlich der Bearbeitung der Tickets, sowie das Bot-Panel, die Schaltfläche Salesforce. Wir haben schon eine Standardintegration für Salesforce und auch für Zendesk. Das könnten Sie dann über diese Schaltfläche entsprechend aufrufen, als auch die Nutzerhistorie. Die grün angezeigten Elemente sind immer die eingeblendeten, grau hinterlegt sind die ausgeblendeten Elemente. Bevor wir hier im Detail drauf eingehen, würde ich zunächst in den Bereich der Einstellungen wechseln, weil man dort unter anderem auch diese Elemente anlegt und im Nachgang erschließt sich das einem einfach besser. Deswegen hier der Wechsel meinerseits in die Einstellungen, sieht man hier über das entsprechende Zahnrad. Da gibt es 2 Bereiche in den Einstellungen, einmal die Account-Einstellungen und einmal die Channel-Einstellungen. Beginnen möchte ich mit den Account-Einstellungen unter Informationen, finde ich letzten Endes allgemeine Account-Informationen zu dem gebuchten Paket, als auch meine Rechnungsinformationen. Da würden dann in dem Fall natürlich Ihre stehen und Sie können Ihre Zahlungsmethode festlegen als auch ändern. Der nächste Bereich, den schauen wir uns mal im Detail an, das ist dann der Bereich der Agenten, wie ich eben schon erwähnt habe, eben alle Bearbeiter, die im Ticketsystem angelegt sind und damit arbeiten. Diese lassen sich anlegen rechts oben über die Schaltfläche Plus. Und wenn wir uns jetzt mal so einen Agenten anschauen, wie ich in dem Beispiel, haben wir da eine ganze Palette von Möglichkeiten, die wir entsprechend einstellen können. Natürlich allgemeine Infos wie der Vorname, Nachname und die E-Mail-Adresse, mit der ich mich eben einlogge, kann ich meinen Status einstellen, entweder auf inaktiv oder aktiv setzen, inaktiv beispielsweise im Urlaubsfall oder Krankheitsfall. In dem Fall sind wir jetzt natürlich aktiviert und im weiteren Verlauf habe ich dann die Rolle, die ich festlegen kann. Also das ist jetzt eben das eben erwähnte Rechtemanagement. Da haben wir 3 Rollen. Beginnen möchte ich mit dem Administrator. Der Administrator, der darf letzten Endes alles, wie man das von einem klassischen Admin kennt. Also der ist in seinem Handlungsspielraum nicht limitiert. Das kann ich hier entsprechend festlegen. Er kann jetzt also auch, wie hier in dem Beispiel, diese Einstellungen vornehmen. Er kann neue Agenten anlegen, hat Einsicht in Rechnungen. Genau, das eben die Rolle des Administrators. Weitere Rolle ist der Dispatcher. Der Dispatcher ist für den Bereich der Zuweisung zuständig. Das heißt, im Bereich der Zuweisung waren wir gerade eben und er hat eben das Recht, dass er diesen Bereich aufrufen kann und die eingegangenen Tickets manuell eben den entsprechenden Agenten zuweisen kann, damit diese weiter bearbeitet werden. Er hat so wie der Administrator Einsicht in jedes Ticket, also auch in Tickets, die ihm nicht direkt zugewiesen wurden. Das ist die Rolle des Dispatchers, wohingegen der Agent, hier die letzte Rolle, immer nur das jeweils ihm zugewiesene Ticket sieht. Also so wie in dem Beispiel hier gerade eben. Ich würde jetzt hier oben in meiner Factsbar die Anzahl der zugewiesenen Tickets sehen. Diese kann ich auch optional alle aufrufen. Er hat aber weder Zugriff auf den Bereich der Zuweisung, noch kann er Einstellungen vornehmen, wie ich das gerade hier als Admin getan habe. So viel zum Rechtemanagement. Und schauen wir uns den weiteren Verlauf an. Ich kann festlegen, welchen Channel, also welchen Kanal der Agent bearbeiten soll oder für welchen er eben zuständig ist. Channel bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, channelbasiert zu arbeiten. Das sieht man hier, wenn ich mir das im Menüband wieder aufrufe. Aktuell sind wir jetzt zu Demozwecken in meinem Patrick-Heinz-Service-Channel. Hier unten sehen Sie die weiteren Channel und sofern eben gewünscht ist, dass mit mehreren Kanälen gearbeitet wird, die autark voneinander laufen, können Sie das tun. Das wäre dann beispielsweise der Fall, wenn wir von das Szenario hätten, beispielsweise mehrere Länderportale, B2C oder B2B-Anfragen. Diese sollen eben autark voneinander laufen und nicht in einem Pool einlaufen. Dann können Sie das natürlich tun oder im Falle von mehreren Online-Shops. Genau. Und eben hier in diesem Bereich.